drone 3 done. All pilots are finished.
privat. Das ist ja gut, die SGVO. Ey, die haben Ratsch, oder? Heiland, Sakra. Die tun doch alles, was zur Sicherheit. Ja. Wenn er nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Der Punkt, der das Schiff steuert, ist 4.
boat is built, so with only one screw, I can move the stern away, and the machine in one piece lifts them up. Ha ha!
Umschalten steht hier nicht an. Umschalten. Thank you.
stören mir. Das ist auch 2,4 GHz, aber hier die Fernbedienung, deshalb ruckelt das. Aber der Film ist normal, ne? Hier. Nee, der Film ist normal. Das ist die Übertragung von der Kamera hierher.
Thank you.
eben für einen Staubsauger und jetzt kam los. Jetzt habe ich schon so viel gelungen, Mensch. Akkuschrauber. Oh, hat die Vorwerkzeuge immer dabei? Ja, ja. An dem Gangster festgestellt, hinten, über einen Kilo Blei drin. Das verschwendet das Gewicht mit einem Meter 36 drin. Thank you.
Amazon wurde im Jahr 1977 gegründet und produziert seit Anfang der 80er Jahre Elektrofremdgeräte für das Mikromod-System. Das erste Gerät dieses Produktprogramms war das Minimod 40, das zum heutigen Mikromod 50 weiterentwickelt wurde. Der Markenname Mikromod steht für hochwertige Elektrofeinwerkzeuge für Modellbauer, feinmechanische Betriebe, Formenbauer, Werkzeugbauer, Optiker, Juweliere und viele andere Bereiche. Alles Geräte für den feinen Job. Präzise, geräuschsparend, vibrationsfrei und sensibel für den Einsatz. Wir haben 50 Hallo. Hallo. Endlich mal filmt mich einer von der Arbeit. Na, das wen ja, aber der Text, der... Für die Messe einen schönen Rundgang. Wie? Machst du doch für die Messe einen schönen Rundgang. Ja, kann man das dann... Irgendwann. Mal. Mikrostick, kannst du erinnern an den Stick? Bist du selber ja. Modellflieger? Ja. Ja, nicht ganz, aber... Das war früher ein Modell für jedermann. Quadratisch, das Ding, das waren die Flieger, die waren rot angemalt mit schwarzen Wolkenkreuzen aus dem Ersten Weltkrieg. Das sollte so, okay. so eine Uldi-Look haben. Ja. Die gab es normal in der Größenordnung von 1,60 m 10 Kubik. Das ist ein 08er, das ist ein ganz kleiner Motor. Ja. Gut. Und diesem Modell sieht man auch, dass es schon heftig geflogen hat. Das ist ein richtiges Flugmodell. Das ist wohl erkennbar, ja. Und das da entsteht, wenn es mal 3 Tage regnet. Da habe ich keinen Plan, nichts davon. Da habe ich nur gebaut. Ach so, nur aus Langeweile. Aus Langeweile. Und Spaß. Aber mit Schmackes, muss man mal schauen, da ist richtig. Da gehen die Flügel gehen auseinander. Oh, weißt? Ja. Bin ja richtig, also da muss ich ja richtig staunen über mich selber. Ja. Da sind viele Stunden dran. Auf jeden Fall. Das bei mir, da haben wirklich mal, es hat sich eine schlechte Wetterfront angekündigt. Und es war Wochenende. Meine Frau war eh daheim beim Nähen. Das sind alles Rechthölzer, alles Hölzer, die bei mir irgendwo seitlich gelagert. Da habe ich alles zusammengeschaut, da habe ich über Kopf gedacht, was machen wir da? Das ist Seitenruder. Das wird zum Pendelseitenruder. Das habe ich mir einfach so ausgedacht. Das sind alles Rechthölzer. Ja? Das wird aber nicht bespannt. Das wird noch bespannt. Das hintere ist schon bespannt. Ja. Aber die Leute wollen lieber anschauen, wie er so die Rippe ausschaut. Genau. Das, so sind die Leute früher geflogen. Vor 70, 80 Jahren waren das die ersten Freiflugmodelle. Da war keine Steuerung mehr. Da tue ich nur 2 Servos rein und einen 3. Servo für den Motordrosten. Fertig. Das ist ein Flieger, der allein besser fliegt, als würde ich steuern. Das heißt, da setze ich mich hin, habe meine Jause, meine Coca-Cola und ab und zu wird in die Steuerung gegriffen und dann ändert das sein Ding. Am Land brauchst du gar nichts machen. Da tust du Gas rein, der kommt allein runter. Weil der kriegt Räder, die sind da vorne, weißt du? Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das von einem Wochenende die Arbeit ist. Nie und nimmer nicht, glaube ich dir. Aber du hast doch bestimmt deine Maschinen und Geräte, ne? Ja, Laubsäge und Ding. Das erste Wochenende war das Rohgerüst und die Rohrippen. Ja, nur ja. Die Rippen. Dann, stimmt schon, was du schon recht. Und dann habe ich, also der habe ich auch nur die äußere Kontur gemacht. Das habe ich fertig gemacht, das wollte ich haben. Ja. Und am zweiten Wochenende habe ich die Hölzer rein und dann kamen okay. Nur Stringer. Aber habe ich nicht richtig verstanden? Geh nur mal ein Wochenende, wenn du richtig Lust hast. 2x8, 2x6, 7 Stunden, da kommt schon was bei rum. Da kommt schon was bei raus. Ja. Aber alles mit der Laubsäge, mit der Hand. Siehst du ja sofort, das ist ja mit der Hand geschnitten. Ja. Bei mir kommen die Leute und fragen oft, was verwende ich für Programme? Da sage ich immer, ja, ZDF, ORF, Kanäle Schinken. Nee, ich habe auch viel mit Laubsäge gearbeitet. Damals schon. Ich habe Lampen gebaut und so und daher weiß ich das, wie anstrengend das ist mit der Laubsäge. Aber jetzt eine Frage, ist das Beiserholz gewesen? Beiser-Sperrholz. Ah, okay. Das ist alles Laubsäge. Sperrholz, Beiser, alles Laubsäge. Und da habe ich bloß eine kleine Skizze und finde sie nicht mehr. Okay. Das ist alles Laubsäge und das ist Baumarktmaterial und Beiserholz als Verkleidung. Ja. Da
Dann siehst du mal, wie stark, wenn du da reinschaust, wie stark bei mir eine Fahrwerksauflage ausschaut. Ja. Oh ja. Ist schon ein älteres Modell, aber ich trage es gern rum. Weil da musst du richtig der Hafer stecken, wenn du sowas machen willst. Da steckt Herzblut hinter. Das, genau, das sowieso. Oder? Deswegen baue ich nur für mich. Nur für sich selbst, also nicht als Gewerbe irgendwie was. Nein, oder das so. Das habe ich mal gemacht früher. Da kriegst du nur Stress rein und dann. Ja. Das, was okay. man so gern macht wie ein Modellbau wie bei mir, das muss sich in Grenzen halten, weil sonst kommt das an Stress rein und das ist dann immer schön. Wem erzählt er das? Schick das, dann tippst du mal rein. Okay. Ja. Dankeschön.